Kultur aus der Griesengegend. Präsentiert von den Stadtwerken Hagenow. Kompetenz in Sachen Energie. Bei Hagenow in Zapel verbirgt sich ein kleines, aber feines Atelier mit großem künstlerischen Wert. Das Atelier Martina Kriedel. Seit 22 Jahren ist sie als freischaffende Künstlerin mit eigenem Atelier, Kunstwerkstatt und Marionettentheater tätig. Die Marionetten baut sie selbst in aufwendiger Handarbeit. Von der Idee bis zur fertigen Puppe gehören viele Arbeitsschritte. Marionettenbau ist wirklich eine eigene Spezies sozusagen, die Marionetten zum Leben zu erwecken. Ist eigentlich das Wichtigste für mich. Und auch damit zu spielen, Geschichten zu erzählen, sozialkritische Sachen zu erzählen eben auch. Ihr Beruf macht ihr Spaß. Die ausgebildete Erzieherin hat schon vor 30 Jahren an Kunstprojekten mit Kindern gearbeitet. Später entschied sie sich für den Weg in die Selbstständigkeit. Das ist so eine Sache, man kann wirklich machen, was man will. Man ist nicht abhängig von einer anderen Chefperson sozusagen. Und man kann seine eigene Arbeit gestalten, kann sie einteilen. Ich mache ja auch alles selber in der Richtung so. Und deswegen eigentlich. Kriedel ist mit 4 Geschwistern in Rheinland-Pfalz aufgewachsen. Die Künstlerin lebt seit 1997 in Mecklenburg-Vorpommern. In der Region ist sie bekannt für ihre Werke und ihr Marionettentheater. Ich freue mich darüber total. Und jetzt mit dem Theater, dass auch gerade die Kinder dann, also das ist, wir treten in Interaktion dann schon. Ne? Das ist halt unbeschreiblich toll, die Reaktion. Meistens dann gleich Folgeaufträge und ja, ich bin glücklich darüber. Die dreifache Mutter hat sich in den letzten Jahren auf Marionettenbau und Theater spezialisiert. Von Kopf bis Fuß ist alles handgemacht. Für ihre Theaterstücke fertigte Kriedel ihre eigenen Marionetten nach dem Vorbild von berühmten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Musiker wie beispielsweise Udo Lindenberg oder die Rolling Stones. Mit ihren Puppen will die Künstlerin Geschichten erzählen und die Figuren zum Leben erwecken. Auch sozialkritische Themen fließen in das Theater ein. Alles das, was ich bis jetzt gemacht habe, also die Malerei, Porträt, Büsten herstellen und Pappmaché-Figuren, das kann man verknüpfen mit diesem Theater. Also, und natürlich auch die Hörspiele, die ich dann gestaltet habe und das Gitarre spielen zum Beispiel. Das kann ich alles in einer Sache verknüpfen und auch den Leuten was erzählen dann einfach. Und das macht einfach Spaß. Ihr künstlerisches Schaffen reicht jedoch noch weit darüber hinaus. Porträtmalerei vor allen Dingen im Auftrag als Gestaltung von Porträts in verschiedenen Techniken. Kohle, Zeichnung, Ölgemälde, Sepia-Zeichnung und so weiter. Auch für Städte habe ich eigene Büchlein gestaltet, in Kohlezeichnung zum Beispiel. Für ihr künstlerisches Lebenswerk und die Pflege der Kultur wurde sie 2018 vom Landkreis Ludwigslust-Parchim ausgezeichnet. Mit ihrem mobilen Puppentheater ist Kriedel landesweit auf Tour. Als nächstes lässt die Künstlerin in Friedland vor 150 Kindern in der Kita Benjamin die Puppen tanzen. Kultur aus der Griesengegend. Präsentiert von den Stadtwerken Hagenow. Kompetenz in Sachen Energie.